So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer Spiritual Anarchist. Ich melde mich mal zurück. Und zwar habe ich jetzt viele Videos von Marco Hümer auf meinem Kanal hochgeladen mit Hinweis, mit seiner Erlaubnis natürlich. Also wir haben eine Kanalkooperation. Uns geht es ja darum, die Gedanken zu verbreiten. Aber nichtsdestotrotz mache ich natürlich eigene Videos. Ich habe jetzt bloß gerade mit meiner Webcam zurzeit Tonprobleme. Die schaue ich nur, dass ich behebe, dass ich mir ein Mikro kaufe. Das geht schon alles klar. Ja, der YouTuber Methode hat mich angesprochen, hat gesagt, du Jürgen, was hältst du eigentlich von Erfolgscoaches? Könntest du nicht mal darüber ein Video machen? Weil es gibt ja viele Erfolgscoaches bei YouTube und es werden immer mehr. Und was kann man dazu sagen? Was ist da deine Meinung dazu? Natürlich, das kann ich machen. Ich habe mir viele Videos von Erfolgscoaches angeschaut. Ja. Ich möchte was Allgemeines sagen. Nachher komme ich dann zu der speziellen Frau, die es hauptsächlich um dem Video geht. Aber allgemein Erfolgscoaches, ja, ich sage mal, es gibt Gutes und Schlechtes. Manche sagen, nutze ich, um mich spirituell weiterzuentwickeln. Da ist das absolut okay. Also, was gut ist zum Beispiel, dass viele Erfolgscoaches auch betonen, dass es wichtig ist, Selbstbestimmung zu finden. Seine Träume zum Leben, ist es alles gut und recht. Ja, wo ich ein bisschen ein Problem habe, ist irgendwie so das Übertriebene, wenn dann behauptet wird, man kann alles reichen, wenn man nur will. Ja, also sprich, der Rollstuhlfahrer könnte einen Stabhochsprung schaffen oder so. Unsinn, muss ich sagen, finde ich sehr bedenklich, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Gene. Ja, und nicht jeder Mensch ist für jedes Ziel bestimmt, weil ist auch Unsinn. Ja, auf ein Siegertreppchen kommt nur einer, es gibt nur einen ersten Platz. Also, es ist so, jeder Mensch hat seine unterschiedlichen Bestimmungen. Ich halte auch nicht so viel davon, ein Ziel sofort, ein hohes Ziel anzustreben. Ich sage immer lieber kleinere Ziele überwältigen, dadurch wachsen, an diesen Zielen wachsen und dann eben zum nächsten höheren Ziel. Ja, und am Endeffekt bleibt ja immer noch zur Zufriedenheit. Also, dass man sagt, okay, ich bin einfach zufrieden mit dem, was ich habe. Ja. Das möchte ich mal ein bisschen dagegen. Also man kann auch mit wenig Geld, man kann auch mit wenig zufrieden sein. Also es gibt keinen Grund zum Jammern. Und von dem her gesehen möchte ich ein bisschen die Vernunft der Zufriedenheit, dem ganzen Erfolgswahn, muss man ja schon bald manchmal auch sagen, ein bisschen entgegenstellen. Ja, ja, zum Beispiel, was natürlich auch, euer Erfolgscoach zum Beispiel, mal ein Beispiel, wiederholt ständig in seinem Video, man darf sich das Leben nicht leicht machen, man darf sich das Leben nicht leicht machen, man darf sich das Leben nicht leicht machen. Ich finde, da wird ein bisschen die Dummheit, finde ich, verteidigt. Ja. Ich mache mir auch das Leben leicht, weil ich mir sage, warum soll ich es mir schwer machen? Ganz einfach. Ja. Weil ich clever bin, mache ich mir das Leben einfach. Das ist ganz einfach. Und ich schone auch meine Ressourcen für wichtige Sachen. Und deswegen, was heißt Faulheit? Für mich gibt es keine Faulheit. Für mich ist einfach das, was man da als Faulheit bezeichnet, einfach nur eine andere Nutzung der Ressourcen, eine andere Nutzung der Energie, ja, die man woanders wo besser einsetzt, wo es vielleicht sinnvoll angebracht ist. Ja, kommen wir aber jetzt mal zu einer speziellen. Es gibt also eine Erfolgscoaches, eine Frau, eine Profilerin, die bei den ganzen Erfolgscoaches sehr besonders raussticht, und zwar im negativen Sinne. Und das ist die Frau Susanne Krieger-Langer. Die ist meines Erachtens also brandgefährlich, muss man auch schon sagen. Vorab möchte ich mal den anderen Erfolgscoaches, also den Christian Bischof und den Rudolf Helmer, mal fragen. Ist es seriöses Erfolgscoaching, wenn man mit Feindbildern arbeitet? Ja, Frage. Ist es ein seriöses Erfolgscoaching, wenn man mit Feindbildern arbeitet, wenn man Menschen zu Feinden erklärt? Und genau das tut diese Frau, ja. Da würde jetzt jemand sagen, was willst du mit der und so, lass die doch und so. Gut, ich frage mal, sag mal so, wie bin ich auf die gekommen? Also viele auf Facebook, also auch spirituelle Leute, wo ich kenne, teilen da Videos von der Frau und so. Und ich habe mir das angeguckt und muss sagen, so zum Kotzen, mit Spiritualität hat ja gar nichts zu tun. Das hat sie ja auch erklärt, hat sie auch zugeben, dass sie mit so Esoterik und sowas nichts anfangen kann. Und ja, also die Frau kommt ja voll aus dem Kapitalismus. Ich habe ein bisschen recherchiert, die war ja Profilerin von Firmen, also das ist sie, glaube ich, heute noch. Also die kann nichts anderes wie Menschen aussortieren, ja, die hat nichts anderes im Schädel, ja. Und versucht das auch irgendwie so unter die Leute zu bringen. Also redet ständig von
Pfeifen und Psychopathen. Bei den Pfeifen kann man ungefähr erkennen, kristallisiert sich raus, was sie mit Pfeifen meint. Also im Prinzip so Menschen wie ich, ja, arbeitslose Menschen, die sich von diesem Wahnsinn des Kapitalismus, ja, dieses Ellenbogen-Geschichten da, diese Mobbing, Konkurrenzkampf, Machtmissbrauch-Geschichte da, der Rücken kehren und sagen, hey, da mache ich nicht mit, weil das meine Seele belastet. Also dafür bin ich nicht auf der Welt. Ja. Und das sind dann für sie sogenannte Pfeifen. Und dann gibt es Psychopathen, die sie als sehr herzlos und eiskalt auch darstellt. Da hat sie auch so ein Beispiel gebracht mit einem Film, wo also Nicole Kidman, glaube ich, spielt eine Psychopathin und hat keine Regung, wenn ein Kind da vom Auto überfahren wird. Ja. Also, und muss dann diese Reaktionen, die dann eine Frau hat, jetzt wenn sowas ist, dann einstudieren vom Spiegel. Also im Prinzip einfach ganz eiskalte Menschen, vor denen man sich fürchten muss. Das heißt, diese Frau spielt mit Ängsten, sie verbreitet Angst auch. Und also zumindest bei mir war es so, wenn ich sowas höre, hey, da draußen, ja, das sind überall Psychopathen und Pfeifen und die wollen euch alle Schlechtes, die wollen alle, euch alle den Erfolg rauben. Nur ich bin die Rettung, ich mache euch stark in die. Ja. Dadurch bindet man Leute an sich. Wer schon so daherredet, da kann ich nur sagen, Leute, nimmt die Beine in die Hand. Das sind die Hetzer. Das ist die gleiche Strategie, was Rechtspopulisten anwenden, nur dass eben diese Frau einfach andere Begriffe, die weiß ja ganz genau, sie kann jetzt nicht über Flüchtlinge oder Juden oder sonst was hetzen, aber dafür hetzt sie dann gegen Mitarbeiter, ja, im übertragenen Sinn. Nennt sie halt dann Psychopathen, ja. Oder Leute wie mich zum Beispiel pfeifen, ja. Und das sind die, die dann schuld sind, wenn es mit dem Erfolg nicht klappt. Das müssen wir mal vorstellen. Das sind Leute, die zahlen Schweinegeld an die Frau. Ja, die zahlen 2000 Euro für ein Seminar, was wir schon gesehen haben. 1000 Euro ungefähr Online-Seminar. Also schieben sie der Frau in den Arsch, muss man sagen. Und ich sage aber, hey, das bringt gar nichts. Ja, ihr könnt, also die Leute, die das machen, wollte mal sagen, klipp und klar sagen, da könnt ihr noch so viele Seminare nehmen, ihr werdet gegen die Psychopathen keine Chance haben. Die werden euch trotzdem in die Pfanne hauen. Weil wenn ihr mit dem, in dem Spiel der Psychopathen mitspielt, ja, macht sie euch selbst zu Psychopathen. Und der Teufel kann nicht den Teufel austreiben. Wenn es wirklich so viele Psychopathen gibt in der Welt von Frau Susanne Krieger-Langer, dann muss das System hinterfragt werden. Dann müssen wir ein anderes System schaffen. Ein System, das auf Menschlichkeit beruht, auf Tierschutz, auf Umweltschutz und das ohne Ausbeutung funktioniert. Ja? Also von dem her, ich finde diese ganze Menschenverachtung überhaupt brandgefährlich. Was ich da, das ist eine Beleidigung an Gottes Schöpfung, wenn die Menschen aufteilt zwischen Psychopathen, Pfeifen und die wenigen, wenigstens Performer. Performer, genau, Performer. Ja? Das ist dann die edle Rasse der Performer. Und wer das ist, bestimmt natürlich sie. Das ist ja natürlich klar. Sie, die Aussortiererin. Ja. Also, meine Frage, ist das wirklich seriöses Erfolgscoaching? Also, ich glaube nicht. Also, wie gesagt, bei den anderen Erfolgscoaches kann man sagen, das oder das kann man wirklich rausziehen. Es gibt viel Gutes, ja. Auch, was man auch spirituell, sagen wir mal, auch begründen kann oder auch ein bisschen in Spiritualität geht. Ja, also kann ich auch nicht viel kritisieren, muss ich echt sagen, aber bei der Frau, da sieht es echt finster aus. Ich meine, schon wie die daherkommt, mit den schwarzen Klamotten. Und ich meine, warum immer schwarz anziehen? Weil schwarz ist Trauer. Ist schon komisch. Also ich finde es halt komisch, nichts gegen schwarze Klamotten, aber ich finde es ein bisschen komisch. Schwarz, ja, steht für Trauer, Depression, für Negativität. Ja, also ich laufe lieber mit bunten Klamotten rum, ich bin ein bunter Punk, ich liebe das Positiv, ich bin lebensbejahender Mensch. Warum immer schwarz? Ja, komisch, ja. Und dann das ganze Gesicht von ihr, das ist wie eine Maske, da ist nichts Ehrliches. Bei der Frau ist nichts echt einfach, da ist nichts, wie soll man sagen, das ist eine Maske, da ist Leere, ja. Wie der Tod, ja. Und so einer Frau springen die Leute hinterher? Das finde ich sehr bedenklich. Ja, das ist, ich wollte jetzt nicht sagen, sie ist eine Demagogin, da mache ich mir wieder strafbar, muss ich aufpassen. Aber sie betreibt Demagogie, ja. Also sie bindet Leute an sich, ja, und dem sie Angst macht. Ja. Und wozu führt das? Ja, dass die Leute das Schweinegeld für die Seminare auspulvern und dann trotzdem scheitern. Und dann haben sie aber das Feindbild. Ja. Die suchen nicht die Schuld bei ihr, die Schulden suchen auch nicht die Schuld dann bei sich, sondern haben sie Feindbild im Kopf. Ja. Der Psychopath ist schuld, ja. Die Pfeife ist schuld. Und das führt zu Feindschaft und zu Hass und zu Trennung, ja. Nichts ist schlimmer, nichts ist
ungöttlicher, also nichts ist weiter weg von Gott, wie der Weg von der Frau. Ich würde lieber sterben, als nochmal in diesem Susanne-Kriege lange Kapitalismus mitzuspielen. Vorher Premium. Ja, das sage ich euch. Das kann nicht. Vorher bin ich wirklich bereit zum Sterben, bevor ich in so einer Welt mitspiele. Ja. Wie gesagt, einerseits bin ich dankbar, weil sie zeigt die Perversion des Kapitalismus. Diese Frau ist eine Groteske des Kapitalismus. Und wir sollten endlich umschwenken, wir sollten endlich ein vernünftiges System aufbauen. Mit der Erde ist 5 vor 12, die globale Erwärmung nimmt immer mehr zu. Ja. Wie ich schon mal erzählt habe, wie in Australien, dass da Spinnen schon durch die Luft fliegen. Die machen sich so mit ihren Netzen Ballone, fliegen da durch die Luft, weil sie keinen trockenen Boden mehr finden. Durch die ganze globale Erwärmung ist der Boden durchnässt. Ja. Das muss man sich vorstellen, da laufen wir dann durch, habe überall Spinnen auf dem Leib. Das sind Warnsignale, göttliche Warnsignale. Die Menschen zerstören die Natur. Ja. Dann der Boden wird immer ausgelaugt. Wir haben irgendwann bald nichts mehr zum Fressen, weil die Böden, ja, sind so überdüngt worden, ja, dass sie keine Nahrung mehr produzieren. Das ist alles verrückt. Das ist der ganze Kapitalismus, dass die Geld geht. Davon müssen wir mal wegkommen. Ja. Und nicht meinen, man müsste da mit Schild und Schwert gegen jeden Psychopath und gegen jeden Pfeife da Kämpfer, der vielleicht mein Erfolg mitnimmt. Was ist der Erfolg? Mein Haus, meine Yacht, mein Luxusschlitten, ja? Mein tausendster sinnloser Urlaub nach Thailand. Ja? Das ist doch nicht wichtig. Das ist doch nicht wichtig, Mann. Wenn das wichtig ist, dann muss ich sagen, dann gehört die Menschheit so ganz vernichtet, echt. Entweder die Menschheit wacht auf, es kommt ein Bewusstseinswandel, oder Gott soll die Menschheit vernichten. Sag ich mal ganz ehrlich. Das ist zwar krass, was ich sage. Ich glaube nur ans Erste. Ich sehe ja die positiven Sachen. Ich sehe ja, dass langsam ein Bewusstseinswandel entsteht. Ja. Es kommt halt langsam. Jetzt muss man halt schauen, wie es in Zukunft wird. Aber auf jeden Fall, das war ein Warnvideo. Ja. Vor manchen Volkscoaches, wie speziell die Frau Susanne Krieger-Langer. Ich möchte verwarnen, ihr YouTuber überall, macht auch mal Videos über die Frau, ja, sagt mal eure Meinung pro oder contra, was ihr dazu denkt. Also, ich kann nur von der Frau warnen, mir ist die einfach unsympathisch, aber, also von Anfang an war die mir unsympathisch und das hat sich irgendwie im Nachhinein auch noch bestätigt, ja. Okay, ist meine Meinung, ist alles Meinungsfreiheit, ich habe niemanden beleidigt, ich habe niemanden angegriffen, ich sortiere niemanden aus. Wenn die liebe Susanne umkehren würde, ja, zur Vernunft kommen jetzt, die dem Kapitalismus und dem Materialismus von dem abwenden würde, würde ich sofort dieses Video löschen, sofort ein Gegenvideo machen, würde ich sagen, alles klar, super, weil ich, im Gegensatz zu ihr, sortiere niemand aus. Bei mir sind alle Menschen, ja, liebenswert und Geschöpfe von Gott. Ja. Und wenn ich auf Psychopathen treffe, dann gucke ich erstmal in den Spiegel, ob ich nicht vielleicht selber der Psychopath bin. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald.